Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am 11. Juni 2001, also vor etwas mehr als 10 Jahren, fand die erste Hauptversammlung unserer Gesellschaft in Frankfurt am Main statt. Für mich war das damals ebenfalls die erste Hauptversammlung überhaupt, an der ich teilnahm. Es waren nur wenige Aktionäre, es gab auch nur wenige Aktionäre, also waren auch nur wenige Aktionäre erschienen. Und so gab es auch kaum Wortmeldungen, von denen einer allerdings mir noch sehr genau in Erinnerung ist. Ein Aktionär beklagte sich, dass die deutsche Euroshop-Aktie innerhalb von wenigen Monaten, Sie wissen, ab 1. Januar 2001 waren wir börsennotiert, innerhalb von wenigen Monaten seit der Emission bereits um 10% gesunken sei, und er stellte die Frage, warum er überhaupt in so eine Aktie investieren sollte. Die Antwort des damaligen Vorstandes kam prompt: Das müssen Sie langfristig sehen. Und heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie an diesem Chart, was damit gemeint war. Unser Geschäft ist langfristig ausgerichtet und ein paar Monate spielen da überhaupt keine Rolle. Und damit begrüße ich sehr herzlich im Namen des Vorstandes zu unserer diesjährigen Hauptversammlung. Heute habe ich Ihnen vor allem über das Geschäftsjahr 2010 Bericht zu erstatten, was mir ein besonderes Vergnügen bereitet, denn es war eines der besten in der 10-jährigen Geschichte unserer Gesellschaft. Bevor ich ins Detail gehe, schauen wir auf die Inhalte meiner heutigen Rede. Ich starte wie immer mit einem Vergleich unserer ursprünglich für 2010 gesetzten Ziele, die ich im vergangenen Jahr auf der Hauptversammlung genannt habe, und mit dem tatsächlich Erreichten. Darauf folgend beleuchte ich kurz die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und erläutere Ihnen ausführlich unsere Ergebnisse. Den Perspektiven, die uns das laufende Jahr bietet, widme ich mich abschließend im Ausblick. Die Einzelhandelsumsätze 2010 sind in Deutschland nominal um 2,3% gestiegen, nachdem sie im Vorjahr noch um 2,4% gesunken waren. Die in unseren Shoppingcentern ansässigen Mieter konnten davon ebenso profitieren. Unter Berücksichtigung der ausländischen Objekte lag das Umsatzplus unserer Mietpartner bei 2,1%. Das zeigt uns, dass wir nach wie vor einen guten Mix erfolgreicher Einzelhändler in unseren Shoppingcentern haben. Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen stärker um 13% auf 144,2 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatten wir ihn 139 bis 142 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wie gewohnt möchte ich auch dieses Jahr auf unsere unverändert niedrige Leerstandsquote, die wie schon in den Vorjahren unter 1% lag, und auf den mit 0,4% ebenfalls sehr niedrigen Wertberichtigungsbedarf auf Mietforderungen hinweisen. Das ist ebenfalls ein Hinweis auf die ausgewogene Zusammenstellung erfolgreicher Mieter in unseren Zentren. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sollte zwischen 118 und 121 Millionen Euro liegen. Heraus kam ein Plus von fast 12% auf 124 Millionen Euro. Für das operative Ergebnis vor Steuern, das EBT, das heißt ohne Bewertungsergebnis, kalkulierten wir mit 58 bis 60 Millionen Euro. Erzielt haben wir 63,9 Millionen Euro, ein Plus von 16%. Zur Herleitung dieser Zahlen möchte ich vorab das wirtschaftliche Umfeld erläutern. Die Krise scheint zunächst hinter uns zu liegen. Die Wirtschaft ist 2010 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und, für uns besonders wichtig, es wurde auch mehr konsumiert als im Vorjahr. Der private Konsum stieg 2010 um 0,5%. Und das ohne Abwrackprämie, die 2009 für einen Neuwagenboom sorgte, der dem klassischen Einzelhandel etwas den Schwung nahm. Die Sparquote übertraf mit 11,4% den bereits sehr hohen Wert des Vorjahres um 0,3 Prozentpunkte. Mit 1,1% entfernte sich die Inflationsrate wieder von dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung, den sie 2009 mit 0,4% erreicht hatte. Hauptverantwortlich hierfür waren Preissteigerungen bei Kraftstoffen und Nahrungsmitteln. Im Jahresdurchschnitt sank die Arbeitslosenquote 2010 als Folge der starken wirtschaftlichen Erholung auf 7,7%, 3,24 Millionen Menschen waren erwerbslos.
Das Transaktionsvolumen für Investitionen in kontinentaleuropäische Einzelhandelsimmobilien, also in Shoppingcenter, in Fachmarktzentren und in Factory Outlet Center, ist 2010 nach einer Untersuchung von Jones Lang LaSalle im Vergleich zum Vorjahr, wo 12,3 Milliarden Euro umgesetzt wurden, um 68% auf 20,7 Milliarden Euro emporgeschnellt. Mit einem Anteil von knapp 2/3 am Transaktionsvolumen standen Shoppingcenter 2010 in Europa unverändert im Fokus der Investoren, die weiter defensiv ausgerichtete Anlagemöglichkeiten im sogenannten Core-Bereich suchen. Core-Investoren, zu denen wir uns bekanntermaßen auch zählen, bevorzugen stabile Marktsegmente und achten auf erstklassige Lagen, sichere und langfristige Mietverträge sowie eine hohe Qualität der Mieter. Die Renditen von Einzelhandelsimmobilien sind im Jahresverlauf weiter gesunken. Ja, auch kein Wunder bei der Nachfrage. Die Rendite für deutsche Shoppingcenter in Top-Lagen lag Ende 2010 nach Angaben von Cushman Wakefield bei 5,15% und sind bis zum Ende des zweiten Quartals auf 5,1% gesunken. Damit sind wir nicht mehr sehr weit entfernt vom Spitzenwert der letzten 10 Jahre, der bei 5,0% lag. Transaktionen benötigen aber längere Vermarktungszeiten als vor der Finanzkrise, was auf ein gestiegeneres Risikobewusstsein der Investoren schließen lässt. Auch die Beschaffung der Fremdfinanzierungsmittel erfordert mehr Zeit als noch vor einigen Jahren. Kommen wir nun zum operativen Geschäft unseres Unternehmens. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Geschäftsjahr, wie bereits erwähnt, um 13% auf 144,2 Millionen Euro. Zu diesem Umsatzwachstum hat ganz wesentlich das A10-Center beigetragen, das zum 1. Februar 2010 übernommen wurde. Die Anteilsaufstockung in der Altmarktgalerie in Dresden sowie das Allee-Center in Hamm und das City-Point in Kassel, bei denen im Vorjahr umbaubedingte Leerstände zu verzeichnen waren, trugen ebenfalls zum kräftigen Umsatzwachstum bei. Die Grundstücksbetriebs- und Verwaltungskosten lagen in Summe mit 15,2 Millionen Euro um 2,2 Millionen Euro über dem Vorjahr. Die Erhöhung ist ausschließlich Folge des Erwerbs des A10-Centers, durch den sich die Kosten allein um 2,4 Millionen Euro erhöhten. Demgegenüber lagen diese Kosten bei den übrigen Centern um rund 0,2 Millionen Euro unter dem Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen auf Vorjahresniveau, dagegen erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Berichtsjahr um 1,2 Millionen Euro auf 5,9 Millionen Euro, was zum einen an deutlich höheren Finanzierungsnebenkosten im Zusammenhang mit der Prolongation von Darlehen bzw. der Aufnahme von neuen Darlehen, beispielsweise A10-Center, zusammenhängt, zum anderen an höheren Personalkosten lag. Das Finanzergebnis verschlechterte sich im Wesentlichen aufgrund höherer Zinsaufwendungen um 4,3 Millionen Euro auf minus 60,2 Millionen Euro. Zum einen gab es höhere Zinsaufwendungen in Höhe von 5,8 Millionen Euro, die aus der teilweisen Fremdfinanzierung des A10-Center-Erwerbs sowie aus der Beteiligungserhöhung bei der Altmarktgalerie Dresden resultieren. Dem stehen aber Zinseinsparungen aufgrund von Refinanzierungen und Tilgungen von Bestandsdarlehen in Höhe von 1,4 Millionen Euro gegenüber. So ist schließlich das operative Ergebnis vor Steuern, das heißt das EBT vor Bewertung, um 16% auf 63,9 Millionen Euro gestiegen. Kommen wir nun zu meinem Lieblingsthema, dem Bewertungsergebnis. Das Bewertungsergebnis, es lag mit 33,1 Millionen Euro um 47,9 Millionen Euro über dem Vorjahr, in dem wir, Sie erinnern sich, einen Bewertungsverlust von 14,8 Millionen Euro ausweisen mussten. Aus der Bewertung des A10-Centers resultierte ein Bewertungsgewinn von 14,7 Millionen Euro, dem allerdings Anschaffungsnebenkosten, insbesondere für Grunderwerbsteuern, in Höhe von 8,6 Millionen Euro gegenüberstanden, sodass der eigentliche Bewertungsgewinn dieses Objektes bei 6,1 Millionen Euro lag. Die Bewertung der anderen Bestandsobjekte führte zu einem Bewertungsgewinn von 25,4 Millionen Euro. Dabei wurden die Bestandsobjekte im Durchschnitt um 1,3% aufgewertet, wobei die Verkehrswerte
mit einer Ausnahme, bei der wir eine Abwertung von 0,7% vornehmen mussten, in einer Bandbreite von plus 0,3 bis plus 3,7% über den Vorjahreswerten lagen. Daneben resultiert aus dem Erwerb weiterer Anteile am City Point Kassel, den City Arkaden Wuppertal sowie von mittelbaren Anteilen am Main-Taunus-Zentrum ein Bewertungsgewinn von 4,7 Millionen Euro, da insbesondere die erworbenen Anteile am Main-Taunus-Zentrum unter dem entsprechenden Verkehrswert lagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie nicht langweilen, wenn ich mich Jahr für Jahr an dieser Stelle wiederhole, und ich bin auch sicher, Sie haben es alle längst verinnerlicht, daher vielleicht nur für das Protokoll. Das Bewertungsergebnis ist auch weiterhin nicht prognostizierbar und es ist vor allen Dingen auch keine Einbahnstraße. Dafür hängt es von zu vielen Einflussfaktoren ab. Das Bewertungsergebnis ist für uns mit Ausnahme der tatsächlichen Investitionen in die Bestandsobjekte, die lagen bei 2,6 Millionen Euro im vergangenen Jahr, nur von untergeordneter Relevanz, da es nur auf dem Papier stattfindet. Auswirkungen auf unseren Cashflow und auf unsere Dividendenzahlungsfähigkeit haben diese Vorgänge weiterhin nicht. Das Ergebnis vor Steuern inklusive des Bewertungsergebnisses lag mit 97 Millionen Euro, daher um 142% über dem Vorjahreswert. Das ist schon immer sehr beeindruckend. Der Konzerngewinn erhöhte sich entsprechend um 138% und betrug 81,8 Millionen Euro. Daraus resultiert ein Gewinn je Aktie von 1,80 Euro gegenüber 88 Cent im Vorjahr. Davon entfielen 1,19 Euro auf das operative Geschäft und 61 Cent auf das Bewertungsergebnis. Der Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit, auch als Kennzahl Funds from Operation, kurz FFO bekannt, verbessert die sich weiter. 63,6 Millionen haben wir erwirtschaftet, 16% mehr als im Vorjahr. Auf die einzelne Aktie heruntergebrochen waren das 1,40 Euro, genauso viel wie in 2009. Dabei sind natürlich die Kapitalerhöhungen zu berücksichtigen, die zu einer erhöhten Anzahl von Aktien führte. Die FFO oder der FFO ist als Kennzahl wichtig, weil mit dem FFO die laufenden Investitionen der Bestandsobjekte, die planmäßigen Tilgungen unserer langfristigen Bankdarlehen sowie, und darauf legen Sie sicherlich besonderen Wert, die Dividende finanziert werden. Unsere Bilanz präsentiert sich unverändert solide. Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr 2010 um fast 40%, 850 Millionen Euro, auf knapp 3 Milliarden Euro gestiegen. Dabei erhöhten sich die Investment Properties gegenüber dem Vorjahr um 710 Millionen Euro, was weit überwiegend auf die erstmalige Vollkonsolidierung des Main-Taunus-Zentrums, des Phoenix-Centers und des A10-Centers sowie auf die Erhöhung unserer Beteiligung um 17 Prozentpunkte an der Altmarktgalerie Dresden zurückzuführen ist. Unsere liquiden Mittel lagen zum Bilanzstichtag bei rund 66 Millionen Euro. Das Eigenkapital des Deutschen Euroshop-Konzerns betrug 1,25 Milliarden und lag damit um 328 Millionen Euro über dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote, die aus dem Eigenkapital des Deutschen Euroshop-Konzerns zuzüglich der Fremdanteile am Eigenkapital, das ist das Kapital unserer Mitgesellschafter, hat sich entsprechend um 2,1 Prozentpunkte auf 51,5% leicht verbessert. Die Bankverbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende auf 1,28 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2010 waren die Fremdfinanzierungskonditionen für durchschnittlich 6,5 Jahre zu 5,03 Prozent PA gesichert. Das bedeutet, wir sind zu günstigeren Fremdkapitalkonditionen finanziert als im Vorjahr. Und wir sind zuversichtlich, zum Jahresende 2011 durch vorzeitige Prolongation, die wir derzeit mit den Banken verhandeln, den durchschnittlichen Zinssatz weiter auf ca. 4,8 Prozent senken und gleichzeitig die durchschnittliche Restlaufzeit der Darlehen auf etwa 7 Jahre erhöhen zu können. Die bisherige Kreditlinie in Höhe von 100 Millionen Euro wurde im vergangenen Jahr auf 150 Millionen Euro erhöht und sie steht uns nunmehr bis zum Jahr 2014 zur Verfügung. Die Deutsche Euroshop unterhält derzeit Kreditverbindungen zu 19 Banken.
Dabei handelt es sich neben einer österreichischen ausschließlich um deutsche Kreditinstitute. Von insgesamt 34 Darlehensverträgen enthalten 8 Kreditauflagen. Dabei handelt es sich um Vorgaben zur Kapitaldienstfähigkeit, zur Verschuldung und nur in einem Fall um eine Auflage zum Verhältnis zwischen Darlehen zu Marktwert. Alle Auflagen wurden und werden auch zukünftig eingehalten. Kommen wir zum Net Asset Value. Der ergab sich zum 31. Dezember in Höhe von 1,35 Milliarden oder 26,16 Euro je Aktie. Damit ist der Net Asset Value um 343 Millionen Euro oder 34% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Hiervon entfallen rund 295 Millionen Euro auf die im Berichtsjahr durchgeführten Kapitalmaßnahmen, die zu einer Erhöhung der Anzahl der ausgegebenen Aktien um 36,5% führte. Infolge der erhöhten Aktienanzahl ist der Net Asset Value je Aktie daher auch um 1,8% gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zur Dividende. Viermal hintereinander haben wir 1,05 Euro je Aktie ausgeschüttet. Zeit für eine Erhöhung. In den vergangenen Jahren wurde dieser Wunsch mehrfach auf der Hauptversammlung geäußert, aber es gab gute Gründe für uns, mit einer Erhöhung zu warten. Nun aber möchten wir Ihren Wunsch gerne erfüllen, zumal 2010 ein sehr erfreuliches Jahr für uns war. Daher schlagen in Aufsichtsrat und Vorstand heute die Ausschüttung einer auf 1,10 Euro je Aktie erhöhten Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Je Aktie sind das 4,8% mehr, absolut aber sind es 10,5 Millionen Euro und damit sogar 22,6% mehr als im Vorjahr. Wir waren, wie im vergangenen Jahr, schließlich nicht nur bezüglich neuer Akquisitionen umtriebig, sondern auch bezüglich der Kapitalerhöhung. Somit werden morgen 17% mehr Aktien als im Vorjahr mit einer Dividende bedient. Nun ein paar Worte zu unseren Akquisitionen. Anfang 2010 haben wir das A10 Center in Wildau gekauft. Ich hatte Ihnen bereits auf unserer letztjährigen Hauptversammlung über dieses große Shopping Center vor den Toren Berlins berichtet. Nach der Übernahme des Centers wurde die Fertigstellung des Projektes A10 Triangle, einer Neubaumaßnahme, die direkt an das Center anschließt und zahlreiche neue Geschäfte beherbergt, sofort in Angriff genommen. Und am 8. April dieses Jahres haben wir die A10 Triangle komplett vermietet eröffnen können. Bis Herbst wird noch die Ladenstraße des bisherigen Bestandes modernisiert, sodass die Kunden insgesamt ein noch freundlicheres Ambiente erwarten wird. Das Investitionsvolumen inklusive der Triangel und der Modernisierungsmaßnahmen beträgt unverändert rund 265 Millionen Euro. Im Juni 2010 gelang es dann, auch das hatte ich auf der letzten Hauptversammlung angedeutet, die Anteile der Minderheitsgesellschafter bei den City-Arkaden Wuppertal, beim Citypoint Kassel sowie die Anteile eines Mitgesellschafters an der Altmarktgalerie Dresden zu erwerben. Die Erwerbe wurden teilweise in Bar, teilweise in Aktien bezahlt, worauf ich gleich nochmal eingehen werde. Ende September vergangenen Jahres konnten wir dann den Kaufvertrag für ein weiteres Center, das Billstedt Center in Hamburg, unterzeichnen. Übergang von Nutzen und Lasten erfolgte zum 1. Januar 2011, sodass das Center im Jahresabschluss noch nicht in den Investment Properties erfasst, sondern der geleistete Kaufpreis im Umlaufvermögen ausgewiesen wurde. Das Billstedt Center in Hamburg stellt für uns ein Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 160 Millionen Euro dar. Hiervon entfallen auf den Kaufpreis einschließlich der Erwerbsnebenkosten rund 157 Millionen Euro und der Rest auf kleinere Investitionen für Umstrukturierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der nächsten Jahre, insbesondere des Geschäftsjahres 2011. Das Billstedt Center ist ein alteingesessenes Center, das ursprünglich in zwei Teilen 1969 und 1977 eröffnet und 1996 grundlegend umstrukturiert wurde. Es befindet sich im östlichen Stadtgebiet Hamburgs, etwa 8 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Im Einzugsgebiet leben rund 735.000 Menschen und täglich besuchen bis zu 40.000 Kunden das Center, das perfekt zwischen dem lokalen Omnibusbahnhof, einer U-Bahn-Haltestelle und dem Marktplatz liegt. Es bietet auf einer Verkaufsfläche von ca. 40.000 Quadratmetern auf zwei Ebenen rund 110 Fachgeschäfte.
die alle an renommierte Einzelhandelsunternehmen vermietet sind. Die Magnetmieter des Centers sind ein SB-Warenhaus der Rewe-Gruppe, ein Mediamarkt und die drei Modehäuser C&A, TK Maxx und H&M. In das Center integriert ist ein Karstadt-Warenhaus, das sich aber im Eigentum Dritter befindet. Und darüber hinaus verfügt das Center noch über 3.500 Quadratmeter Wohn- und Büroflächen, die zu unserem Teil gehören, die auch vollständig vermietet sind, sowie über rund 1.500 Stellplätze. Last but not least gelang es dann Mitte Dezember 2010, noch unsere Beteiligung am Main-Taunus-Zentrum zu erhöhen. Durch Erwerb von rund 9,7% am DB Immobilienfonds 12 für rund 17 Millionen Euro konnten wir unsere Beteiligungsquote am Main-Taunus-Zentrum auf 52% erhöhen und damit verfügen wir nunmehr über die Mehrheit an diesem Objekt und werden es zukünftig vollständig in unserem Abschluss konsolidieren. Dieses große Investitionsprogramm hätten wir aber nicht durchführen können, wenn Sie uns dabei nicht so tatkräftig unterstützt hätten. Und damit kommen wir zu den Kapitalmaßnahmen, die wir 2010 erfolgreich durchführten. Zur Refinanzierung des Eigenmittelanteils für das A10-Center haben wir im Januar 2010 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 6:1 durchgeführt. Bei einem Bezugskurs von 19,50 Euro je Aktie lag das Emissionsvolumen bei rund 123 Millionen Euro und die Emission war fast fünffach überzeichnet. Bereits vor einem Jahr hatten wir auf unserer letzten Hauptversammlung darüber berichtet. Nach der Barkapitalerhöhung im Januar haben wir im Juli dann erstmals auch eine Sachkapitalerhöhung durchgeführt. Für den Erwerb von Anteilen an unseren Shoppingcentern in Wuppertal, dabei handelt es sich um 25%, und in Dresden ein 17% Kommanditanteil, haben wir insgesamt 1.780.000 neue Aktien ausgegeben und damit den Kaufpreis bezahlt. Der vereinbarte Preis je Aktie lag mit jeweils 22,88 Euro leicht über dem damaligen Börsenkurs. Im November schließlich haben wir, wie von Ihnen auch auf der letzten Hauptversammlung gewünscht, ein zweites Mal die aus dem Januar 2010 bekannte Methode angewendet und zur Finanzierung des Billstedt-Centers eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 8:1, dieses Mal zu 23 Euro durchgeführt. In diesem Falle waren wir sogar mehr als sechsfach überzeichnet. Die Gesamtnachfrage belief sich auf knapp 850 Millionen Euro. Unsere Gesellschaft sind so rund 132 Millionen, leider dann nur 132 Millionen Euro zugeflossen. Über die hohe Aufnahmebereitschaft unserer Aktionäre haben wir uns sehr, sehr gefreut und wir werten das auch als Bestätigung für den von uns eingeschlagenen Weg und dafür danken wir Ihnen sehr herzlich. Mit allen drei Kapitalerhöhungen zusammen, Volumen 295 Millionen Euro, haben wir die Anzahl der Aktien im vergangenen Jahr um 36,5% erhöht. Und das hat unserem Aktienkurs nicht geschadet. Die Rendite 2010 lag für unsere Aktionäre bei 28,1%. Der Kurs unserer Aktie pendelte bis April 2010 auf dem Niveau vom Jahresende 2009, so um die 23,70 Euro. Im zweiten Quartal wurde das Börsenklima etwas rauer, die Griechenland-Krise begann und war von sinkenden Kursen für die meisten Immobilienaktien geprägt. Den tiefsten Kurs des Jahres verzeichnete die Aktie der Deutsche Euroshop mit Beginn des dritten Quartals am 1. Juli 2010, also kurz nach der Dividendenzahlung, mit 21,72 Euro auf Xetra-Schlusskursbasis. Von da an startete eine Rallye, die den Kurs um rund 33% auf 28,98 Euro am letzten Handelstag des Jahres steigen ließ. Die Aktie schloss 2010 auf dem Jahreshoch ab und legte die Latte für 2010 nicht weit entfernt vom Allzeithoch auf, das am 23. April 2007 bei 30,09 Euro markiert wurde. Die Luft wird also ein bisschen dünner. Unsere Aktie hat 2010 die europäische Benchmark, den EPRA-Index und alle europäischen sogenannten Peer-Group-Unternehmen klar hinter sich gelassen. In diesem Jahr haben die anderen die Nase vorn, kumuliert liegen wir aber glücklicherweise weiter vorn. Wir wünschen uns alle, dass sich diese Entwicklung auch in der Zukunft fortsetzt und wir werden uns auch weiter anstrengen. Aber ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmals auf den langfristigen Charakter unseres Geschäftsmodells hinweisen. Für sehr anschaulich halte ich in diesem Zusammenhang
die folgende Übersicht, die Sie auf Seite 69 unseres Geschäftsberichtes finden und unseren kritischen Aktionär auf der Hauptversammlung 2001 erfreuen müsste. Die wichtigsten Punkte möchte ich kurz erwähnen. Aktionäre der ersten Stunde, die also zu einem durchaus sportlichen Emissionspreis von 38,40 Euro und nach dem Aktiensplit 19,20 Euro bei der Deutschen Euroshop eingestiegen sind, erzielten über einen 10-Jahres-Zeitraum eine Performance von 130%. Das heißt, aus anfangs investierten 10.000 Euro wurden mehr als 23.000 Euro. Die Aktien der Deutschen Euroshop entwickelten sich in den letzten 10 Jahren deutlich besser als der DAX, der 7% gewonnen hat, der MDAX, der 117% gewonnen hat und der für uns wichtige EPRA-Index, der um 83% gestiegen ist. In allen Jahren gab es eine Dividende und die stieg kontinuierlich von 96 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2001 auf 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2010. Und last but not least, mit der Shopping-Center-Aktie konnten Sie in den vergangenen 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 10% pro Jahr erzielen und das eigentlich steuerfrei. Das, denke ich, ist doch ein sehr ordentliches Ergebnis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit der Blick in die Vergangenheit. Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden und ich glaube, Sie können das auch sein. Wie im Vorjahr konnten wir unsere Ergebnisprognose übertreffen. Wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir über ein erstklassiges Shopping-Center-Portfolio verfügen und mit unseren Einkaufszentren gut aufgestellt sind. Was erwarten wir nun für das laufende und kommende Geschäftsjahr? Nachdem die deutsche Volkswirtschaft in 2010 wieder kräftig gewachsen ist und damit die Prognosen vom Jahresanfang deutlich übertroffen wurden, sind die Aussichten für 2011 weiter positiv. Große Hoffnungen liegen dabei auf einem stärkeren Anspringen der Binnenkonjunktur und insbesondere den privaten Konsumausgaben. Der robuste Arbeitsmarkt mit Zunahme der Beschäftigtenzahlen und einem damit verbundenen Abbau der Arbeitslosigkeit auf Niveaus, die seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden, unterstreichen den positiven Ausblick. Wir gehen ebenfalls von einer positiven Entwicklung unserer Shopping Center aus. Das Billstedt Center wird erstmalig in 2011 unsere gute Entwicklung unterstützen. Die Anfang April erfolgreich abgeschlossenen und voll vermieteten Erweiterungsmaßnahmen der Altmarktgalerie in Dresden sowie des A10 Centers werden ebenso Früchte tragen. Im Herbst folgt dann noch die Vollendung der Erweiterung des Main-Taunus-Zentrums. Die Vermietung der zusätzlichen Flächen ist weitestgehend sichergestellt. Es sind noch 3 Flächen zu vermieten, über 390 Quadratmeter. Dies gilt ebenso für die Mietverträge, die im zweiten Halbjahr 2011 insbesondere in den City-Arkaden Wuppertal und in der City-Galerie Wolfsburg nach Ablauf der ersten 10 Jahre zur Prolongation anstehen. Da geht es noch um 5 Verträge von über 130 Mietverträgen, die noch vermietet werden müssen. Der Vermietungsstand über alle Shoppingcenter wird daher aus heutiger Sicht weiterhin über 99% liegen. Die Mietaußenstände als auch erforderliche Wertberichtigungen befinden sich stabil auf niedrigem Niveau und wir haben auch keine Indikation für eine signifikante Änderung dieser zufriedenstellenden Situation. 2010 haben wir alle 3 uns zur Verfügung stehenden Wege des Wachstums beschritten. Kauf von neuen Shoppingcentern, Aufstockung von Anteilen an Centern und Erweiterung bestehender erfolgreicher Center. Wir wollen auch in Zukunft wachsen, aber wir betonen wie immer, uns geht es beim Wachstum nicht um Quantität, sondern um Qualität. Wir haben im Januar eine kleinere Investition getätigt, wir haben den Minderheitenanteil an der Stadtgalerie Hameln gekauft, ein 5,1% Anteil und wir sind im Moment guter Hoffnung, dass wir in den nächsten Wochen einen weiteren Mitgesellschafter bei einem anderen Shoppingcenter auch herauskaufen können. Das sind kleine Schritte, aber sinnvolle Schritte. Darüber hinaus befinden wir uns derzeit in einem Bieterprozess für ein deutsches Shoppingcenter, nachdem wir vor kurzem erst bei einem ausländischen Objekt nur Zweiter geworden sind. Drücken Sie uns die Daumen, dass wir hier zum Zuge kommen, denn wir halten es für eine attraktive Ergänzung unseres Portfolios, aber wie immer, am Preis kann es noch scheitern. Wenn wir in die Zukunft blicken, möchten wir Ihnen die folgenden operativen Kennzahlen zur Orientierung geben, an denen Sie uns messen dürfen. Für das Geschäftsjahr 2011 erwarten wir einen Umsatz
in Höhe von 184 bis 188 Millionen Euro, ein Plus von 29% gegenüber 2010. Im Geschäftsjahr 2012 sollte der Umsatz auf 198 bis 202 Millionen Euro steigen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das EBIT, wird nach unserer Prognose im laufenden Jahr bei 157 bis 161 Millionen Euro liegen. 2012 sollte es auf 169 bis 173 Millionen Euro steigen. Das Ergebnis vor Steuern und Bewertung, das EBT vor Bewertung, kalkulieren wir 2011 mit 75 bis 78 Millionen Euro und 2012 mit 84 bis 87 Millionen Euro. Die Funds from Operation, der FFO, den erwarten wir in diesem Geschäftsjahr in einer Größenordnung zwischen 1,48 Euro und 1,52 Euro je Aktie und im Geschäftsjahr 2012 zwischen 1,60 Euro und 1,64 Euro. Wir werden unsere bewährte Dividendenstrategie weiter verfolgen. Sie bleibt unverändert auf Langfristigkeit und Kontinuität ausgerichtet. Auf Basis der dargestellten Prognose gehen wir davon aus, auch für die Jahre 2011 und 2012 eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie an unsere Aktionäre ausschütten zu können. Ich darf meinen heutigen Vortrag kurz zusammenfassen. Alles gut. Unser Shoppingcenter und Mietvertragsportfolio, die Bilanz und das Kreditportfolio sind solide und auch zukunftssicher aufgestellt. Die Ergebnisse des ersten Quartals bestätigen auch unsere Prognose. Zum Abschluss möchte ich daher gemeinsam mit Herrn Borkers, dem gesamten Team der Deutschen Euroshop, für den herausragenden Einsatz danken, denn ohne dieses Engagement wären wir nicht da, wo wir heute sind. Vielen Dank daher an Frau Kaiser, die hier vorne mit sitzt, Frau Schäfer, die heute wieder die Stellung im Büro hält, Herrn Kiss und Herrn Lissner. Ich möchte aber auch dem Aufsichtsrat herzlich danken. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer wirklich sehr, sehr guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit zum Wohle unserer Gesellschaft. Und nicht zuletzt Ihnen, meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre, danke ich ganz besonders dafür, dass Sie uns mit Ihrer Beteiligung an der Deutschen Euroshop einen Teil Ihres Vermögens zur Verwaltung anvertrauen. Und wir werden alles in unserer Kraft Stehende tun, um Ihr Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen. Herzlichen Dank.